Zum nächsten Test gehören Entmutigungs-Umlenkungswürfel. Ich hatte sie gerade vor deiner, Episode fertiggestellt. Erfreuen wir uns beide an ihrer Funktionsweise. Einer müsste in der Ecke sein. Was für Episodenwürfel? Springen. Achso, wegen dem Laser. Guckst du. Hui. Würfel in der Ecke. Ah. Hey, die kann man doch. Hä? Na? Nein. Jetzt gibst du ja. Doing. So, ist mir nur die Frage. Hep. Ach so. Gibt's einen neuen. Hep. Und der alte verschwindet natürlich. Genau. Genau. So war das. So. Zack. Und ich muss da hep. Hep. Also machen wir so und ich brauche dich nochmal. Okay. So, jetzt komme ich auch hier raus. Hier ist dein Ergebnis. Du bist ein schrecklicher Mensch. Ja, das steht hier. Schrecklicher Mensch. Und das testen wir nicht einmal. Wie kommt das dann in diese Akte? Ich bin ein schrecklicher Mensch. Moment, das muss ich auch aufschreiben, oder? GLaDOS hat mich beleidigt. Ich sei ein schrecklicher Mensch. Lass dich durch diese schreckliche Geschichte nicht entmutigen. Es sind doch nur Daten. Falls dich das freut. Es ist nun wissenschaftlich bewiesen, dass deine Mutter dich auf einer Türschwelle ausgesetzt hat. Wissenschaftlich bewiesen. Bestimmt. Huch. Baut sich wirklich alles wieder auf. Okay. Haben wir's? Warte. Na. Letzter. Ich wollte das Ding bloß runterschmeißen. So, gehen wir mal da runter. Ja, da rauf. Huch. Nee, es passt nicht ganz. Da vielleicht? Nee. Da ist auch falsch. Da vielleicht? Ich will da drauf. Warte, vielleicht da. Moment. Wo ist denn hier das? Ne, ich muss da. Bin ich jetzt bescheuert? Dahin muss ich. Ah, letzter. Hep. So, dann. Dich da rein. Und. Dich. Ups. Gratuliere, nicht zum Test. Die meisten Menschen sind unterernährt, wenn sie aus dem Hyperschlaf erwachen. Du aber hast aller Wahrscheinlichkeit zum Trotz noch ein paar Pfund zugelegt. Du willst mich jetzt fertig machen, indem du mir sagst, dass ich dick bin. Ich pack's nicht. Was Besseres fällt dir also nicht ein? Puh. Der Kuchen hat also gut geschmeckt, verdammt. Menno. Moment. Huch. Also das geht mal gar nicht. Wie sollen wir hier testen? Durch die Testkammern, als ich sie bauen kann. Schalte ruhig einen Gang runter und tu, was du so tust, wenn du nicht gerade die Anlage zerstörst. Ich habe kein anderes Hobby. Okay. Kamera! Nein! So, da drüben ist auf jeden Fall schon mal ein Dingens. Ah. Ein Cube. Okay, gehen wir mal dahin. So, was machen wir jetzt mit dem Cube? Der müsste eigentlich da hinten hin. Ich müsste den Laser irgendwie umleiten. Huch. Ah. So. Du lu 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 lu. Hep.
Da haben wir jetzt den blauen. Also warte. Absetzen, rüber, mitnehmen. Oh. Eins muss man dir lassen, du hörst mir wirklich zu. Aber damit das klar ist, du musst nicht so langsam gehen. Entschuldigung, jetzt wollte ich mal entgegenkommend sein und dann passt es ja auch nicht. Mensch, die weiß auch nicht, was sie will. Doch, eine Frau. Obwohl es ein Roboter ist. Huch. Trinke immer heimlich. Und verschüttet jetzt gerade alles. Verdammt. Ist nicht so gut. Ja. Moment. Ich bin gleich wieder da. So, jetzt ist es einigermaßen trocken. Scheiße. So. Wo bin ich? Genau, ich muss weitermachen. So ruhig. Redest du nicht mehr mit mir? Bitte, rede nicht mehr mit mir. Oh. Okay. Oh, schaut mal. Dieser Test umfasst die Aperture Science Katapult-Plattform. Man wollte damit herausfinden, wie Testsubjekte Probleme lösen können, während sie ins All katapultiert werden. Das Ergebnis lautete gar nicht. Also dann viel Glück. Ich fliege. Doing. Dong, 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 dong. Ich fliege. Scheiße. Scheiße. Nochmal. Und ich fliege. Ich hab's. So und. Doing. So. Warte. Du atmest übrigens keine echte Luft. Es wäre viel zu teuer, sie hierher zu befördern. Wir nehmen nur das CO2 aus dem Raum, frischen es ein wenig auf und pumpen es zurück. Du atmest also für den Rest deines Lebens dieselbe Luft. Interessante Geschichte, oder? Und das ist jetzt weniger teuer? Also das ist billiger? Das CO2 wieder zurückzuverwandeln in Sauerstoff? Okay, wusste ich nicht. Aber ich bezweifle es trotzdem. Naja. Wenn es ihr Spaß macht. Was gibt es im nächsten Test? Oh, Katapultplattformen. Yay! Na dann, viel Spaß beim sorglosen durch die Luft segeln. Ich muss jetzt in den ehemaligen Glasflügel und 15 Hektar Glasscherben aufsammeln. Ganz alleine. Viel Spaß. Bis dann später. Ja, springen wir einfach mal. Hui! 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 Okay. Entschuldige, ich reinige gerade noch die Testkammern. Manchmal findest du dort noch Müll, nutzlosen, stinkenden Abfall. Meide möglichst den Müll, der auf dich zurast. Nochmal. Doing. 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 Und. Doing. Ja, perfekt. Eingelocht. Erinnerst du dich, als ich vorhin von dem stinkenden, nutzlosen Müll sprach? Das war eine Metapher. In Wirklichkeit meinte ich dich. Und es tut mir leid. Du hast nicht reagiert und ich dachte schon, du hättest es nicht verstanden, was diese Entschuldigung wiederum unsinnig machen würde. Darum muss ich dich jetzt noch einmal Müll nennen. Ja. Yeah. Wenn man einen Witz erklären muss, ist er eigentlich nicht mehr wirklich witzig. Vielleicht sollte das dir jemand mal erklären. Ach ja, GLaDOS. Meint diesen natürlich nicht. Wusstest du, dass man Menschen mit einem schlechten Gewissen viel einfacher erschreckt? Aha. Entschuldige, ich weiß auch nicht, was das war. Aber eine interessante Tatsache, nicht wahr? Da ich mich nicht erschreckt habe, habe ich wohl kein schlechtes Gewissen, oder? Überhaupt kein schlechtes Gewissen, du heutiges Miststück. Das habe ich nicht gesagt. Nein! Tut mir leid. Nimm dir noch einen anderen. Companion Cube! Mit dem Herzchen! Mein Freund, kannst du... Oh nein, schon wieder vermasselt.
Was soll es? Wir haben genug von den Dingern auf Lager. Völlig wertlos. Gut, dass ich sie los bin. Huch, da war er wieder. Ich hab dich gesehen. So. Kann ich dich irgendwie mitnehmen? Ich glaube nicht. Scheiße. Scheiße. Da-dum, 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 da-dum. Schaut irgendwie lustig aus. Hui, hui, hui. Ja, ist schon recht. Ich höre schon auf. Ha, ich kann doch mitnehmen. Warte. Hoffe ich. Ha, perfekt. Mein Cube. Mein Cubie. Gib ich nicht her. Ach scheiße, ich muss das sowieso rüber. Hep. Hep. Cubie. Ab geht's. Ui. Scheiße. Nochmal. Ne. Scheiße. Lass mich mal hier runter. Da machen wir es halt dahin. Geronimo. Ui. Boing. Na. So, jetzt da. Sprich, das gleiche Spiel hier jetzt eigentlich nochmal. Ui. Perfekt. Doch, perfekt. Jede Testkammer hat einen Emanzipationsgrill am Ausgang, damit Testsubjekte keine Testobjekte aus dem Testbereich schmuggeln. Diese nicht. Die hier ist kaputt. Nimm bloß nichts mit. Ich glaube, dieser wollte gerade sagen, ich liebe dich. Sie sind so empfindsam und wir haben so viele davon. Cubie. Will mein Cubie wieder. Menno, jetzt habe ich endlich einen klauen können. So eine Frechheit. Das gibt Rache. Rache. Hä? Ich dachte, das ist schräg drin. Test beinhaltet Emanzipationsgrills. Weißt du noch? Ich erwähnte sie im letzten Testbereich, in dem es keine gab. Ach, die Teile. Emanzipationsgrill ist auch so ein auch interessanter Name. Oh nein, schon wieder die Turbinen. Ich muss gehen. Warte. Der nächste Test bedarf einer Erklärung. Hier die schnelle Version. Bitte, falls du Fragen hast, stell dir das, was ich gesagt habe, einfach in Zeitlupe vor. Teste auf eigene Gefahr. Ich bin gleich zurück. Mhm. Ist klar. So, Dulululululu. Hep. Hier rein. So, dann hier rüber und dann. Hierher. Und ja, yeah. Das ist eigentlich wurscht. Aber ich gehe trotzdem so rum zurück. Und Tür zu. Ach nee, doch nicht. Warte, dann klaue ich mir nochmal die Kamera. Yeah. Kamera zerstören. Das ist schon da. Dann ab geht's. Huch, nach unten. Ach, Fahrstuhlmucke. Vor allem für den Ladebildschirm. Wirklich nach jeder Testkammer ein Ladebildschirm.